Wie können aus alten Zeitungen räumliche Strukturen entstehen? Wenn aus Zeitungspapierblättern Rollen gemacht werden, geht das schnell und einfach. Zeitungspapier ist leicht verfügbar, kostet wenig und kann problemlos entsorgt werden. Der Workshop Paper Tube Space Interventions von Architekturspielraum Kärnten findet im Rahmen des internationalen Symposiums Get Involved, Discover and Create Common Ground auf der 13. Architekturbiennale in Venedig statt. Dort kann man die erstaunlichen statischen Möglichkeiten von Zeitungspapier erleben und einen eigenen temporären Raum auf Common Ground gestalten. Die statischen Grundlagen von gerolltem Papier sind einfach zu verstehen und können sofort getestet werden. Als Reaktion auf die Gegebenheiten des Ortes werden die temporären Rauminterventionen von den Teilnehmerinnen des Workshops in unmittelbarer Nähe des Biennale-Geländes in Venedig errichtet. An der Brücke über einem Kanal bieten sie einen Tag lang überraschende Durchgänge und Hindernisse für Passanten. Paper Tube Space Interventions ist einer von 13 Workshops, die beim Symposium Get Involved, Discover and Create Common Ground zur Auswahl steht. Im Rahmen der 13. Architekturbiennale in Venedig bietet das zweitägige international besetzte Symposium einen Überblick über erfolgreiche Programme und Projekte der Architektur- und Baukulturvermittlung für Kinder und Jugendliche im internationalen Vergleich. Die Veranstaltung der österreichischen Initiative Baukulturvermittlung gibt Einblick in die pädagogische und wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der alltäglich gestalteten Umwelt. Zahlreiche internationale Expertinnen und Experten aus Architekturvermittlung, Pädagogik und Forschung halten Vorträge und ermöglichen über ein vielfältiges Workshop-Angebot direkte und praktische Erfahrungen anhand von Best-Practice-Beispielen.